willkommen zu unserem Musik im Advent, das Werkstattkonzert. Mein Name ist Roland Kurz, ich bin der erste Vorsitzende des Musikvereins Höfingen und ich freue mich sehr, Sie heute Abend an den Bildschirmen begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich auf eine Konzertpremiere des Musikvereins Höfingen. Diese Konzertform ist einmalig in der 95-jährigen Geschichte unseres Vereins. Im ersten Teil spielt unsere Jugendkapelle unter der Leitung von Felix Unseld und im zweiten Teil die Hauptkapelle unter der Leitung von Fausto Rucke. Nach dem Auftritt unserer Jugend werde ich noch ein paar Worte an Sie richten. Doch jetzt erstmal Bühne frei für die Jugendkapelle des Musikvereins Höfingen unter der Stabführung von Felix Unseld. Viel Vergnügen! Thank you.
Herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen von Ihren Sofas zu Hause. Wir, die Jugendkapelle des Musikvereins Höfingen mit unserem Dirigenten Felix Unsald, freuen uns riesig, heute dieses besondere Konzert spielen zu dürfen. Mein Name ist Vivian Feineis. Und ich bin Maike Lutz. Unser Eröffnungsstück war ein Medley der bekanntesten Songs der Band Coldplay. Wie du, Vivian, schon angedeutet hast, ist dieses Konzert auch für uns eine völlig neue Erfahrung, so ganz ohne Live-Publikum. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich überall Kameras und Scheinwerfer in einem ziemlich rustikalen Ambiente. Schon ziemlich beeindruckend, was in unserer heutigen Welt alles möglich ist, oder? Fast schon ein kleines Wunder. Passend zu unserem nächsten Stück, What a Wonderful World. Thank you.
Liebes Publikum, nach kurzen technischen Schwierigkeiten hoffen wir, dass Sie uns jetzt wieder hören und sehen können. Hoffentlich hörten Sie gerade ein Potpourri von den bekanntesten Songs der Band ABBA, die dieses Jahr überraschenderweise nach Jahren der Stille ein neues Album veröffentlicht hat. Das nächste Stück ist genauso aktuell, denn dieses Jahr hat verschiedenste Überraschungen mit sich gebracht. Nicht nur neue Songs von ABBA, sondern auch den neuen James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«. Obwohl über Mr. Bond vor einigen Jahren noch der Himmel zusammengebrochen ist. Mit unserem nächsten Stück, Skyfall, wünschen wir gute Unterhaltung. Thank you.
Der eben gespielte Klassiker von Queen, Don't Stop Me Now, aus der Feder von Freddie Mercury, darf natürlich nicht fehlen. Denn auch von unserem letzten Stück, Rocking Trumpets, lassen wir uns nicht stoppen. Mit diesem Titel blicken wir auf die frühen Rock'n'Roll-Jahre und verabschieden uns an dieser Stelle als Jugendkapelle. Wir wünschen Ihnen, liebe ZuschauerInnen, rockig schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen zum Musik im Advent, das Werkstattkonzert. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Tja, unsere Jugendkapelle hat uns hier gerade super begeistert. Meinen ganz großen Dank und Anerkennung an euch. Ihr wart super. Ja, solange jetzt die Jugendkapelle die Bühne verlässt und die Hauptkapelle Platz nimmt, darf ich Ihnen diese Pause etwas verkürzen. Das Spannende an dieser Form einer Aufführung ist, dass man erst hinterher durch die Anzahl der Klicks eine Rückmeldung bekommt, wie viele Zuschauer man erreicht hat. Aber heute ist ja alles online und wir wissen, dass wir schon über 170 Klicks
haben vielen, vielen Dank. Wir haben bei weitem nicht mit so vielen gerechnet. An so einer Stelle, einer Veranstaltung, begrüßt man sonst die Ehrengäste. Das geht heute eigentlich nicht. Aber ich möchte trotzdem jemanden begrüßen, nämlich unseren Ehrenvorsitzenden Jürgen Geisert. Von ihm weiß ich, dass er ganz sicher eingeschaltet hat. Wir wissen auch, dass unsere Musikfreunde aus Rutesheim gemeinsam, natürlich Corona-konform, in ihrem Vereinsheim unsere Veranstaltungen schauen. Einen herzlichen Gruß nach Rutesheim. Sehr geehrte Zuschauer, alle heute hier Anwesenden halten selbstverständlich unsere auf der aktuellen Corona-Verordnung basierenden Hygieneverordnung ein, weil für jede Veranstaltung muss man ein Hygienekonzept erstellen. Das haben wir natürlich getan. Aber dieses Format bringt auch andere Möglichkeiten, Ihnen die Musik näher zu bringen. Nämlich ein Interview, nämlich ganz im Stil einer Fußballübertragung, möchte ich unseren Trainer, unsere Jugendkapelle, Felix Unzelt, zu mir bitten, gleich nach dem Auftritt seine Analyse zu geben. Felix, komm her. Hallo Felix, ja, wie bist du zufrieden mit deinen jungen Musikern? Ja, Roland, also ich glaube, wir können heute wunderbar zufrieden sein mit der Leistung unserer Jugendkapelle und sind auch wahnsinnig stolz, dass sie das hier so umsetzen. Sie haben heute alles umgesetzt, was wir in den Proben erarbeitet haben, haben wunderbar reagiert auf alles, was so passiert ist. Und wir haben heute einen, finde ich, phänomenalen Auftritt abgeliefert. Hier nochmal ein großes Dankeschön an unsere Jugendkapelle. Und dabei möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen unsere Solisten. Das war heute mal der Benjamin Smekal, die Paulina am Saxophon, hier, und der Tom am Euphonium. Auch an euch ein ganz großes Lob. Wir sind wahnsinnig stolz, was ihr hier abliefert. Genau. Eine kleine Sache hatten wir natürlich heute Morgen noch. Unser Schlagzeuger, der Alex, musste krankheitsbedingt absagen. Sind dafür umso froher, dass der Maxi da eingesprungen ist und uns hier unterstützt hat, dass wir dieses Konzert so durchführen konnten, wie wir es jetzt gespielt haben. Ja, Felix. Vielen, vielen Dank. Ich will dir einfach gratulieren zu der Leistung und einfach mach weiter so. Du hast unsere volle Unterstützung. Vielen Dank. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, einige werden sich fragen, warum Werkstattkonzert? Tja, das hat natürlich auch mit dieser lieben Pandemie zu tun. Als nach dem ersten Lockdown wir überhaupt wieder proben durften, das war dann im Sommer, haben wir zuerst im Freien geprobt. Als dann der Herbst kam, mussten wir uns eine große Halle suchen, da unser eigenes Vereinsheim leider zu klein ist, weil wir mussten damals Abstandsregeln zwingend einhalten. Ja, die größte Halle in Höfingen ist eigentlich die Strogerhalle, die stand aber nicht zu unseren gewünschten Zeiten zur Verfügung. Und nach einigem Überlegen und haben wir einfach rumgefragt und dann kam unser langjähriger Tenorhornist Gerd Hettich auf die Idee, Mensch, wir könnten doch in seiner Werkstatthalle proben. Ja, gesagt, getan. Und seit nunmehr 2020 proben wir in der Halle, weil die Abstandsregeln leiden immer uns noch dazu zwingen. Aber etwas zu der Halle zu sagen, möchte ich auch noch, aber das möchte ich nicht ohne unseren Hausherrn Gerd Hettich. Bitte komm noch mal schön zu mir. Hallo Gerd. Wir befinden uns hier in der Werkstatthalle der Firma C. Du heißt aber Hettich. Ja, warum ist denn das so? Der Name C ist zurückzuführen auf den Firmengründer, meinen Großvater Robert C., der die Firma begründet hat. Dann stieg mein Vater als zweite Generation ein und ich bin mittlerweile die dritte Generation hier im Betrieb als Geschäftsführer. Toll. Und was wird in der Halle so hergestellt? Wir produzieren hier in der Schlosserei die klassischen Bauteile, die jeder an seinem Neubau oder Umbau benötigt, wie Balkongeländer, Treppengeländer, Garten, Tore, Türe, Türen, Carports oder auch Vordächer. Wie viele Mitarbeiter hat denn die Firma C eigentlich? Die Firma C beschäftigt 6 Mitarbeiter. So, und jetzt noch schön zur Halle. Wie groß ist denn die? Die Halle hat die Abmessung von 30 Metern in der Länge, 20 in der Breite und 6 Meter Draufhöhe und ist voll unterkellert. Also Sie sehen, fast so groß wie die Sporthalle selber. Wir kommen auf jeden Fall unter. Gerd, unseren herzlichsten Dank für deine Bereitschaft. Nur so haben wir unser Musikmachen weitermachen können, unser Vereinsleben auch weiterhin
Corona-Koffern weiterführen können. Vielen, vielen Dank dir und deiner Frau. Bitteschön. Dankeschön. Ja, so gern wir hier in der Halle sind, umso lieber würden wir gern natürlich wieder in unserem eigenen Verein sein, unserem Musikhäusle Probe. Wir hoffen einfach, dass es nächstes Jahr besser wird. Ja, das große Orchester hat jetzt Platz genommen. Es ist für mich heute eine Premiere, dass ich zu Ihnen sprechen darf, aber es gibt noch eine Premiere, nämlich unser musikalischer Leiter, der Fausto Rucke, hat heute auch sein Premierenkonzert. Seit September 2021 ist er auf der wichtigsten musikalischen Position in der Hauptkapelle unser musikalischer Leiter. Er wohnt in Calw, hat zwei Kinder und ist verheiratet, also grundsolide. In seiner Bewerbung war ein ganzes, mindestens zwei Seiten, die seinen beruflichen Werdegang darstellten. Also es hat uns sehr, sehr beeindruckt. Das Beeindruckendste für mich war, dass er lange Jahre ein soziales Projekt geleitet hat. Das hieß Takamishuka, ein Projekt, das Kindern aus sozial schwachen Familien das Erlernen eines Musikinstruments ermöglicht. Wenn Sie sich noch fragen, Fausto Rucke, ja, der Fausto kommt ursprünglich aus Ecuador, deshalb auch der etwas südamerikanische Name. Aber das ist völlig egal. Er hat sich bei uns vorgestellt, bei den Probedirigaten, und das Wichtigste, was sein muss zwischen einem Orchester und seinem Dirigenten, es muss die Chemie stimmen. Und bei den Probedirigaten hat die Chemie gestimmt. Jetzt genug geredet. Ich wünsche jetzt Ihnen gute Unterhaltung mit der Hauptkapelle des Musikvereins Höfingen unter der Leitung von Fausto Rucke. Viel Vergnügen. We'll be right back.
Mit dem Marsch Jubiloso von Philipp Spark hat die Hauptkapelle des Musikvereins Höfingen den zweiten Teil unseres Konzerts eröffnet. Mein Name ist Vivian Feineis und ich werde Sie gemeinsam mit Jörg Smekal, unserem Musikervorstand, durch den heutigen Abend begleiten. Ja, vielen Dank, Vivian. Auch ich heiße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, herzlich willkommen zu unserem Werkstattkonzert mit Musik durch den Advent. Und Sie glauben gar nicht, wie wir uns alle, die wir hier sitzen, alle Musikerinnen und Musiker und natürlich auch unsere Dirigenten, auf dieses Konzert und den heutigen Abend im Vorfeld gefreut haben. Und genau deshalb geht es auch sofort weiter mit Dmitri Schostakowitschs beschwingtem Walzer Nummer 2. Viel Spaß! Thank you.
Das war Walzer Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch und an der Soloposaune unser Stefan Katschner. Und wir machen direkt weiter im Programm mit einem eher seltenen alten Arrangement, das wir speziell für den heutigen Abend für Sie aus unserem Archiv ausgegraben haben. Die Glenn Miller Parade enthält eine kleine Sammlung von bekannten Titeln des gleichnamigen Bandleaders und Jazzposaunisten Glenn Miller aus der Swing-Ära. Danach erwartet Sie Romantik und Gefühl pur. Denn Tom Schmid wird für Sie spielen die Romanze für Tenorhorn und unterstützt wird er dabei von Dennis Mager an der Solotrompete. Lassen Sie sich also gut unterhalten mit der Glenn Miller Parade und ein klein wenig verzaubern von Tom Schmid mit der Romanze für Tenorhorn. Thank you.
Mit Lieber Tango, unserem nächsten Stück, einem Tango Nuevo aus der Feder von Astor Piazzolla, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde, wird es rhythmisch und lateinamerikanisch. Man könnte meinen, wir haben dieses Stück passend zu unserem neuen Dirigenten Fausto Rucke ausgewählt. Der kommt allerdings nicht aus Argentinien wie Astor Piazzolla, sondern aus Ecuador. Wir haben unseren Fausto innerhalb der kurzen Zeit schon sehr tief in unser Vereinsherz geschlossen. Lieber Fausto, wir bedanken uns für die tollen Proben und dein großes Engagement. Thank you.
Genauso rhythmisch und mit lateinamerikanischem Temperament geht es jetzt weiter. Und wie Sie vielleicht sehen, stellen wir uns jetzt gerade nicht nur musikalisch, sondern auch optisch auf das nächste Stück ein. Denn mit Fiesta Tropical kommt echte Urlaubsstimmung auf. Unser neuer Dirigent Fausto Rucke brachte dieses Stück selbst mit, und zwar zum Probedirigat im Rahmen unserer Dirigentenauswahl. Und was soll ich noch groß dazu sagen? Er hat unserem gesamten Orchester beim Probedirigat gezeigt, dass sogar in einer Prüfungssituation für unseren Fausto der Spaß an der Musik und die Musik selbst einfach zueinander gehören und das eine oder das ohne das andere keinen Sinn ergibt. Deshalb darf natürlich dieser Titel Fiesta Tropical auch am heutigen Abend an Faustos erstem Konzert mit dem Musikverein Höfingen nicht fehlen. Viel Spaß, entspanntes Urlaubsfeeling mit Ihrem Musikverein Höfingen unter der musikalischen Leitung unseres neuen Dirigenten Fausto Rucke und Fiesta Tropical.
Jahr kommt doch gleich Sommerfeeling auf. Die Jahreszeit der Hitze, des Urlaubs und der kühlen Erfrischungen. Wassermelonen gibt es normalerweise nur im Sommer, aber bei uns sogar bis in die Adventszeit. Watermelon Man heißt der nächste Titel, der unter anderem durch den Jazzpianisten Herbie Hancock berühmt wurde. Viel Spaß mit dem Wassermelonenmann. Thank you.
Meine Damen und Herren, am Tenorsax hörten Sie Jörg Smekal. An der Trompete Dennis Mager. Und am E-Bass Jürgen Köhler. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause an den Endgeräten. Sie sehen, unsere Schlagzeuger machen sich auch schon fertig, denn jetzt wird es akrobatisch und ganz schön tollkühn. Gemeinsam mit Ihnen auf dem Sofa begeben wir uns in die Lüfte. Halten Sie sich gut fest, denn jetzt heben wir ab. Hier sind die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Mit dem nächsten Titel, dem Marsch Abel Tasman, leiten wir die letzte Runde ein und beenden diese mit dem zweiten Titel, der Polka Ein halbes Jahrhundert. Und auch wenn dieses Konzert noch nicht ganz vorbei ist, bleiben Sie also noch dran. Einen Titel haben wir noch für Sie vorbereitet. Verabschieden sich Vivien Feineis und ich am heutigen Abend von Ihnen. Und noch ein letztes Mal wünschen wir Ihnen gemeinsam gute Unterhaltung mit Abel Tasman und der Polka Ein halbes Jahrhundert. Thank you.
Ja, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's fast für heute. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging an den Bildschirmen, aber bei mir und ich bin sicher auch bei meinen Mitmusikkameradinnen und Kameraden, es kam ein richtiges Konzertfeeling auf. Es hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Vielen Dank fürs Einschalten und beim Verabschieden möchte ich nicht vergessen, Danke zu sagen. Danke zunächst einmal unserem neuen musikalischen Meister Fausto Rucke. Vielen Dank für dein Engagement. Dann natürlich nochmal unserem Felix Unzelt von unserer Jugendkapelle. Tolle Leistung! Natürlich auch an die zwei Damen, Vivien Feineis und Maike Lutz, für die hervorragende Moderation. Und natürlich meinen herzlichen Dank an die Jungs an der Technik, Patrick Pfitzenmeier und sein Team, Patrick Pfitzenmeier Eventmanagement. Vielen Dank euch! Natürlich unsere Katrin Heidern für die tolle Pressearbeit. Dann der Firma Scheing für die Nutzung des Internetanschlusses. Natürlich nochmal unserem Gerd für die Halle. Den eingeblendeten, so muss es heißen, Unternehmen für ihre Unterstützung. Auch der Stadt Leonberg möchte ich danken. Wir haben nämlich hier für dieses Konzert einen Zuschuss beantragt und den haben wir auch genehmigt bekommen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank hierfür. So, natürlich an alle Helferinnen und Helfer, die ich jetzt nicht namentlich genannt habe, die die Präsentationen für die Einblendungen gemacht haben, die Plakate aufgehängt und was noch alles zu einem tollen Konzert dazugehört. Vielen, vielen Dank. Und last but not least, unser Musikervorstand Jörg Smekal für deine unermüdliche Kraft, die du dem ganzen Orchester gegeben hast in den letzten zwei Wochen. Das war nämlich eine ganz schöne Arbeit. Aber ich bin richtig stolz und froh, es hat sich gelohnt. Vielen Dank, Jörg. So, jetzt bin ich aber fast fertig. Mit unserem letzten Titel, O du Fröhliche, beenden wir unser Konzert und sagen Ihnen zu Hause vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und natürlich hoffen wir auf ein persönliches Wiedersehen im nächsten Jahr auf einer unserer Veranstaltungen. Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, Ihr Musikverein Höfingen. Thank you.
Musik.